Einmal von hier, von Ägypten aus nordwestwärts, bis nach Südengland. Also dorthin, wo vor tausenden von Jahren germanische Stämme lebten. Dort, nahe bei der Stadt Salisbury, stehen die Überreste eines großen Bauwerkes, das aus gewaltigen Steinblöcken aufgetürmt ist, das Stonehenge, zu Deutsch Steingehänge. Es ist heute nur noch ein trauriger Torso, weil unwissende Menschen an diesem Bauwerk zerstört haben, was das raue Klima des Nordens und die Jahrtausende verschonten. Erst die neuere Forschung hat sich, umso mehr als an anderen Orten auch in Deutschland ähnliche Bauten gefunden wurden, um das Stonehenge angenommen und Rekonstruktionen geschaffen. Auf einer weiten, von einem kreisrunden Erdwall umgebenen Fläche steht ein riesenhafter Ring, aufgebaut aus 30 mächtigen, bis zu 20 Tonnen schweren Steinpfeilern, die von schweren Steinblöcken überdeckt sind. Inmitten dieses gewaltigen Steinkreises steht ein Ring von 47 zugespitzten Steinsäulen. Und inmitten dieses Ringes ein in Hufeisenform aufgetürmter Bogen aus 5 gewaltigen Doppelpfeilern. Innerhalb dieses Bogens ist wieder in Hufeisenform eine Steinsetzung von 17 niedrigen Säulen. Und inmitten dieser Säulen liegt eine mächtige Steinplatte, ein altarähnliches Gebilde. Der hufeisenförmige Mittelbau weist mit seinem offenen Ende gegen eine breite Allee, in deren Mitte 2 einzelne Steinblöcke stehen. Wenn auch dieses zweifellos großartige Bauwerk im Ausmaß kaum an die gewaltigen Pyramiden heranreicht, so ist es in seiner architektonischen Klarheit trotzdem ein aufschlussreicher Zeuge für die Baukultur unserer nordischen Vorfahren. Und in seiner Wucht ein glänzender Beweis für ihre Meisterschaft im Bewältigen solcher Steinmassen. Wohl nur eine kleine Anzahl Männer haben diese Steinsäulen, die bis zu 65 Tonnen wiegen, aus dem Gestein gesprengt, behauen und aufgerichtet. Haben die vielen Steinbalken, die bis zu 10 Tonnen wiegen, bis auf eine Höhe von 7 Metern emporgehoben, durch Nut und Feder mit den Steinsäulen verzapft. Sinn und Zweck dieses Bauwerks sind nun aber für die Kultur des urnordischen Menschen von einer ganz besonderen Beweiskraft. Über seine Bestimmung als Grabmal eines nordischen Königs hinaus ist es nämlich Kultstätte, Kalender und astronomisches Observatorium zugleich. Wenn nach den langen Winternächten des Nordens die Sonne, der Ursprung allen irdischen Lebens, hinter dem Markstein weit im Südosten aufging, dann verkündete der gelehrte Priesterastronom dieses nordischen Volkes die Wiedergeburt des Lichtes, verkündete, dass die Sonne nun wieder aufwärts steigen und bald über den rauen Winter siegen werde, die Zeit der Wintersonnenwende. Wenn die Sonne in ihrem Jahreslauf am Himmel hinter dem großen Markstein der Allee aufging und ihr Licht auf den Altarstein warf, dann verkündete er die Zeit des Mittsommers, den Höhepunkt des Jahres mit seiner tiefen Bedeutung für alles Leben.